Ja, Hallöchen erstmal. Ja, vier Fastnachten kommen nun nicht mehr. Bloß nach vier, nach dieser hier. Dann ist die schönste Zeit des Jahres wieder vorbei. So, gestern war ich in Neuendorf, da waren 60 Paare. Heute bin ich hier in Silo, da sollen wohl 100 Paare unterwegs sein. Also nochmal ein paar mehr. Hier feiert man wohl das Jubiläum nach, was voriges Jahr gewesen wäre. Naja, gucken wir mal, was hier abgeht. Viel Spaß. Mit den 100 Paaren lag ich ja völlig daneben. Einer sagte mir was von 150, der andere was von 200 Paaren. Also ich gehe mal so von 180 aus. Wer will, kann sie ja nachher mal zählen. Ich hab's sein lassen. Bevor es zum Bildermachen ging, wurden drinnen erstmal noch ein paar Tänzchen gemacht. Bei so vielen Paaren dauerte die Aufstellung ein Weilchen. Aber auch hier schaffte man es irgendwann. Dann zum Beispiel hoch! Dann hier an die Seite und hoch! Ja! Und wieder strenge Anweisungen. Nach der Aufstellung ging dann der eigentliche Ausmarsch los. Hier könnt ihr ja mal die Paare zählen. Aber nicht vergessen, die laufen in Doppelreihe. Der junge Mann hier gehört aber nicht dazu. Hier waren auch wieder zwei Kapellen dabei. Am Ende des Zuges war aber trotzdem kaum was zu hören. Ja, das Schreien wurde hier schon mal geübt. Ha ha ha!
Ein kleiner Gruß von der Feuerwehr. An der liefen wir hier nämlich gerade vorbei. Hier haben wir alle Paare nochmal von der anderen Seite. Am Kriegsdenkmal gab es dann erstmal eine Schweigeminute. Von hier aus ging es dann zur ersten Station. Insgesamt hatte man an dem Tag 7 Punkte anzulaufen. Ob man auch die letzten beiden anlief, kann ich nicht genau sagen. Es kam nämlich noch dicke. Aber das sehen wir dann später noch. Ja, Kleine. Erstmal noch eine kleine Ehrenrunde, man hatte ja noch Zeit. Hier hatte man die erste Station erreicht. Obwohl relativ viele Paare mitmachten, wurde nicht allzu viel getanzt. Hat mich ein bisschen gewundert.
Aber ein Haufen Zuschauer waren dabei. Ich wusste manchmal gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Weiter ging's zur nächsten Station. Ein paar hatte man ja auf jeden Fall noch. Und überall standen die Autos im Wege. Mit zwei Besen unterwegs. Dann muss es ja mit dem Winterauskehren bald mal klappen. Zeit wird's. Gut geschrien, die Stimmung wurde ja langsam. Irgendwie hatte ja keiner so richtig Lust zu tanzen. Aber wenigstens ein paar machten mit. Hier wurden es natürlich mehr.
Na, endlich kommt mal Stimmung auf. Nach einem längeren Aufenthalt ging es dann auch von hier weiter. Ja, die Stimmen sind auch schon gut geölt. Langsam aber sicher tanzen auch ein paar mehr. Muss am steigenden Pegel liegen. Thank you.
Ja, die Mädels machen aber richtig los. So muss das sein. Ja, wo sind hier die 180 Paare? Aber so viel Platz wäre ja auch gar nicht. Also wenn man die dunklen Wolken dort hinten sieht, da ahnt man Böses. Noch hatte sich das Wetter gehalten. Was habt ihr immer mit den Eukalyptusbonbons? Halsschmerzen? Ihr habt doch Medizin in der Hand. Hier ging's wieder durch Gassen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Was es auf den Dörfern so für Schleichwege gibt. Und hier scheint sogar noch die Sonne. Thank you.
Hier bekam Petrus langsam schlechte Laune. Die ersten Tropfen und Flocken sieht man ja bereits. Da, wo die Stimmung immer mehr Fahrt aufnahm. War ja klar. Ja, und nun ging's richtig los. Es war auch ringsrum alles grau zugezogen. Also mit Wetterbesserung war nicht mehr zu rechnen. Die Leute ließen sich's aber nicht vermiesen. Die machten einfach weiter, zumindest vorerst. Ja, ich musste dann an dieser Stelle abbrechen. Schließlich kommen ja noch ein paar Fastnachten und die Kamera muss durchhalten. Ich bin dann also zum Zelt zurück und bestellte mir einen Kaffee. Bevor ich den aber austrinken konnte, kamen die Paare auch schon. Denen war es wohl auch zu nass. Ja, da war an dem Tag eher Feierabend als geplant. Das ist aber auch dies Jahr ein Shitwetter. Naja, hier war ja denn noch lange nicht Feierabend. Nach dem Ambrot gab es ja noch Tanz bis in die Nacht hinein. Schön könnt ihr singen. So, ich kann mich jetzt langsam verabschieden. Das Wetter hatte ja fast bis zum Schluss durchgehalten. Naja, kann man nicht ändern. So, ich sage dann für heute Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Video.
Wenn alles gut geht, kommt dann das Video aus Maust. Mal gucken, wie da das Wetter wird. Aber ich ahne Böses. Ich sage dann Tschüss und Bye Bye.